Zukunft beginnt jetzt und braucht Vision. Erarbeitung einer Strategie Leistungssport in Dresden 2030. Einreicher CDU-Fraktion. Frau Wagner, bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, ja, Sie haben es gerade richtig gesagt. Zukunft beginnt jetzt und braucht Vision. Erarbeitung einer Strategie Leistungssport in Dresden 2030. Endlich reden wir heute darüber. Wir haben jetzt lange darauf gewartet. Und da möchte ich mal einleiten mit der Frage, was heißt denn diese Überschrift? Warum dieser Antrag? Und da ist auf der einen Seite, dass wir einfach gemeinsam, und da können wir uns in den letzten Jahren auch wirklich gemeinsam auf die Schulter klopfen, wir haben hier als Landeshauptstadt Dresden verdammt viel auf der Habenseite. Wir haben eine strategische Sportentwicklungsplanung, das Saneco, die Badkonzeption, wir haben 2 50-Meter-Schwimmhallen und eine Sprunghalle dran, wir haben eine Sportstrategie, wir haben wahnsinnig viel investiert, wir haben deutschlandweit eines der besten Sportschulzentren, was man sich überhaupt nur vorstellen kann. Und wir haben mit dem jetzt bald fertigen Heinz-Steyer-Stadion ein deutschlandweites Alleinstellungsmerkmal mit einem unglaublich tollen Sportpark in Stadtnähe. Und wir haben eine große Vielzahl an Akteuren, die ganz viel Herzblut einbringen, jeden Tag im Breitensport, aber im Leistungssport, um die Athleten zu trainieren, ehrenamtlich dabei zu sein. Kurz, wir haben ein ganz tolles Konglomerat an Chancen und Potenzialen. Auf der anderen Seite gibt es große Herausforderungen für die Zukunft im Sport, im Leistungssport. Unsere tollen Sportstätten wollen wir mit Leben füllen. Wir wollen den Nachwuchs fördern und dafür sorgen, dass auch weiterhin Olympioniken und Olympiasieger aus Dresden kommen. Wir sind aber auch abhängig von äußeren Rahmenbedingungen. Das sind Rahmenbedingungen des Landes und des Bundes und insbesondere eine Bundesleistungssportreform, die gegenwärtig diskutiert wird und der Ausgang ist komplett offen. Was hat das für Auswirkungen für Sachsen? Was hat das für Auswirkungen für Dresden? Ja, es stehen hier auch Gefahren im Raum mit den Entscheidungen, die da kommen werden. Und in diesem ganzen Kontext haben wir uns der Frage genähert, wo wollen wir denn stehen in 10 oder 15 Jahren als Sportstadt hier in Dresden? Und haben in dem Zusammenhang Leistungssportakteure gefragt, uns mit denen zusammengesetzt und schlichtweg gebrainstormt. Dabei waren Bundesstützpunktleiter, ehemalige Olympioniken, Leistungssportler, der Stadtsportbund, der Förderverein Leistungssport. Ich kann Ihnen sagen, das war ein intensiver Prozess mit wahnsinnig tollen Ideen und ganz viel Leistungssport. Wir haben über Chancen, Risiken und Potenziale diskutiert und zum Beispiel Christiane Fürst hat das Ganze auch noch mal im Sportausschuss vorgestellt und ich glaube, da kam sehr emotional rüber, wie wichtig ihr persönlich auch dieses Engagement war, hier mit drüber nachzudenken. Und es wurden verschiedene Anknüpfungspunkte diskutiert. Ich will nur mal ein paar Auszüge nennen. Wie können wir gemeinschaftlich besser zusammenarbeiten, dass wir Talente sichten und dann auch sozusagen einen Talenttransfer zwischen verschiedenen Sportarten hinbekommen? Welche neuen Trendsportarten gibt es, die demnächst olympisch werden? Breitensport und Leistungssport, das ist kein Dualismus, sondern das ist was Gemeinsames, denn eine starke Spitze braucht ein starkes Fundament. Wie können wir Sportler im Leistungssportsystem halten und vor allen Dingen die gesellschaftliche Bedeutung des Sportes für unsere Werte in dieser Gesellschaft stärker hervorheben und die Vorbildwirkung, die Sportler für unsere Gesellschaft haben, noch mehr nach vorne bringen? Wie können wir unsere Kräfte und Ressourcen bündeln und mit den Ebenen besser zusammenarbeiten? Und die Lösung ist eine kommunale Leistungssportstrategie. Denn jetzt, wo im Bund über die Reform geredet wird, jetzt haben wir das sogenannte Window of Opportunity. Jetzt können wir mitgestalten, bevor andere über uns entscheiden. Wir sollten uns also da als Kommune ganz klar bekennen, wo sind unsere Gestaltungsoptionen, unabhängig, was andere über uns entscheiden. Und da waren wir in unserem Ursprungsantrag sehr konkret, auf Grundlage der Dinge, die wir mit den Leistungssportakteuren diskutiert haben. Dann gab es einen sehr, sehr intensiven und auch kritischen Prozess im Rahmen des Sportausschusses, wo auch die Leute, die daran mitgearbeitet haben, dann wirklich große Sorge hatten, wird denn dieser Stadtrat das, was uns so wichtig ist, beschließen? Da gab es Angst
und Sorge, dass das nicht kommen wird. Und umso dankbarer bin ich den Kollegen im Sportausschuss für den Kompromiss, den wir jetzt gemeinsam gefunden haben, wie er jetzt auch in der federführenden Beschlussempfehlung steht. Muss ich auch wirklich sagen, ganz herzlichen Dank auch an Thilo Kießling, dass wir das dann gemeinsam mit den anderen Kollegen fraktionsübergreifend hinbekommen haben, dass wir Aufmerksamkeit generieren im Bund und im Land für das, was wir hier in Dresden schon geschaffen haben. Das ist ein Diamant, der jetzt sozusagen auch noch publiker werden muss. Das ist, dass wir so ein kommunales Leistungssportkonzept erarbeiten werden und dass die Akteure noch besser miteinander zusammenarbeiten. Das wollen wir. Dafür bitten wir um die Unterstützung und den offiziellen Startschuss heute. Lasst uns diese Strategie erarbeiten und das, was wir jetzt leisten mit dem Heinz-Steyer-Stadion und mit dem Sportpark Ostra, deutschlandweit sozusagen im Sportbereich uns nach vorne beamen. Herzlichen Dank und sportfrei. So, damit steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Es beginnt FDP-Fraktion, Wort gewünscht? Nein? Dann Freie Wähler, Freie Bürger, Herr Lippmann. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich denke, der Aufzählung von Frau Wagner ist nichts entgegenzusetzen, vielleicht noch was hinzuzufügen. Dresden ist eine erfolgreiche Sportstadt. Dresden investiert sehr viel in den Sport und die Ergebnisse sind entsprechend, wenn man die Beteiligung an Ligen bundesweit, sachsenweit anguckt. Ich denke, dort ist die Stadt auf einem guten Weg und auf einem guten Stand. Ich ergänze noch die Presseinformation, die der Stadtsportbund diese Woche herausgegeben hat, mit den neuen Mitgliederzahlen in den Sportvereinen. Sehr beeindruckend die Anstiege nach Corona jetzt, nach der kurzen Delle im Corona, in den Corona-Jahren. Und ich denke, das deutet auf eine sehr gute Entwicklung hin. Das deutet darauf hin, dass Übungsleiter, dass die Vereine in dieser Stadt eine hervorragende Arbeit machen und dass insoweit das auch vollkommen unterstützenswert ist. Allerdings, und das haben wir schon beim Frauenfußball mit angemerkt, haben wir beim Sport Selbstverwaltung und dort sollten Vereine, Verbände über ihre Entwicklungen federführend entscheiden. Ich habe Zweifel, dass ein Konzept in dieser Form erstellt werden kann, zumal im Antrag natürlich auch einmal von Vision, von Strategie und Ziele und von Konzept die Rede ist. Also es scheint etwas unscharf zu sein, so will ich es mal ausdrücken. Das große Ziel fehlt mir dabei noch. Die Definition Leistungssport ist beliebig. Also da hätte man vielleicht noch etwas klarer sich ausdrücken müssen, was gewollt ist. Die Wahrung der Interessen der Landeshauptstadt kommt im Text vor. Sie sind nirgends so recht formuliert. Also ich hoffe, dass das dann im Konzept nochmal umgesetzt wird. Wir erwarten das Konzept mit Spannung, beneiden aber die Verwaltung nicht, unter den Rahmenbedingungen jetzt ein Konzept erstellen zu müssen. Wir werden uns dieser Vorlage nicht entgegenstellen. Natürlich haben wir auch Interesse daran, dass leistungssportliche Aktivitäten in Dresden laufen. Allerdings, und nochmal der Hinweis, die Bund-Länder-AG, die jetzt regelmäßig tagt und die Reform in der Sportförderung auf den Weg bringen will, hat noch kein Ergebnis gezeitigt. Der Status quo wird noch bis Ende 2025 beibehalten werden. Also es ist auch keine Eile, jetzt einen Brief zu schreiben. Aber wenn es dazu dient, auf die positiven Entwicklungen der Landeshauptstadt hinzuweisen, dann ist das okay. Aber wie gesagt, für eine Entwicklung des Leistungssportes halten wir das für zu wenig. Wir werden uns also hier enthalten, wohl wissend, dass 5 Fraktionen sich nicht irren können. 4 Fraktionen waren die Einreicher, eine 5. Fraktion hat mit zugestimmt. Wir werden uns enthalten, aber nicht, wie gesagt, vor dem Hintergrund, dass wir leistungssportliche Entwicklung nicht auch fördern wollten und gerne sehen würden in dieser Stadt. Danke. Als nächstes die Dissidentenfraktion, Herr Aschenbach.
Zukunft beginnt jetzt und braucht Vision. Erarbeitung einer Strategie Leistungssport in Dresden 2030. Die Zeit, welche die Kollegen im Sportausschuss damit verbrachten, Visionen zu haben und ihrer frenetischen Begeisterung für Leistungssport Ausdruck zu verleihen, nutzte ich, meine Ansichten zum Leistungssport niederzuschreiben. Gute Gelegenheit, mein sportpolitisches Profil zu schärfen. Unsere Helden. Der Marco hat zwei Beine. Ideen hat er keine. Drum übt er ganz schnell Rennen und muss vor Freude flennen, weil alle anderen lahmer sind. Marco ist ein Wunderkind. Von früh bis spät trainieren, um sich nicht zu blamieren. Statt Leben lieben Saufen, laufen, laufen, laufen. Und alle gucken zu, bindet er sich die Schuhe zu. Wieder flitzt er wie bescheuert, hofft, dass sich der Ruhm erneuert. Doch Marco kriegt die Kurve nicht, fällt hin, zermatscht ist das Gesicht. Langsam, hässlich, ziemlich dumm, gebrochen bringt sich Marco um. Nun fragen alle, war es Mord? Nein, es war der Leistungssport. Wir setzen fort mit der AfD-Fraktion. Herr Gilke. Herr Oberbürgermeister, verehrte Stadträte, liebe Dresdner. Im Januar 2023 haben das Ministerium des Inneren, Länder und der organisierte Sport einen Prozess für die Erarbeitung eines Feinkonzeptes zur Nachsteuerung und Optimierung der Förderung des Leistungs- und Spitzensports in Deutschland gestartet. Dies ist die Grundlage des Antrags der CDU, zumindest lässt es dieser vermuten. Dass wir in Dresden auf geänderte Bedingungen eingehen müssen, ist klar. Das ist unsere Aufgabe als Stadträte. Die Ideen des CDU-Antrags haben erste Ansätze, die als eine Arbeitsgrundlage dienen können. Dies unterstützen wir auch. An dieser Stelle, Herr Oberbürgermeister, beantrage ich punktweise Abstimmung. Dass Dresden als Sportstadt mit seinem leistungsstarken Sport und Vereine uns eine besondere Verantwortung gibt, ist uns bewusst. Wir können zu Recht stolz auf das bisher Geleistete sein. Nicht nur der Spitzensport in Dresden ist spitze, sondern auch der Breitensport, denn circa ein Fünftel der Dresdner Bevölkerung ist in Sportvereinen organisiert. Sicher kann man noch mehr machen und meiner Meinung nach sollte man das auch tun, aber alles zu seiner Zeit. Vielen Dank. Wird Bündnis 90 Die Grünen das Wort gewünscht? Nein. Dann haben wir Fraktion Die Linke, Frau Dr. Geitsch. So, Herr Lichtig, ich muss mir das wieder runterholen, Herr, das Tableau. So, na klar, Zukunft braucht Visionen und nicht nur im Sport. Abgesehen von dem, was an tollen Dingen, die wir in Dresden gebaut haben, die Frau Wagner schon aufgezählt hat, würde ich gern dazu fügen. Ich glaube, nichts ist so gut ausgelastet wie unsere Sporthallen am Nachmittag, nämlich für den Allgemein- und Breitensport. Die Visionen beim Leistungssport kann man da sehr unterschiedlicher Meinung sein. Der Herr Aschenbach hat das gerade so sehr satirisch auf den Punkt gebracht. Dem würde ich mich jetzt mal so nicht anschließen, aber das hat natürlich was, tatsächlich. Das ursprüngliche olympische Motto, welches Beate Coubertin zugeschrieben wird, wonach das Wichtigste an den Olympischen Spielen nicht das Siegen, sondern das Dabeisein ist, war ein sehr lobenswertes Motto. Leider hat sich der Leistungssport davon weit, weit entfernt. Das gesundheitsfördernde Potenzial des Sports tritt hinter das Ziel, Spitzenleistungen zu erbringen, leider zurück. Immer häufiger spielen Siege, Medaillen, erste, zweite, dritte Plätze eine Rolle. Schon der vierte Platz hat es manchmal gar nicht mehr wert, erwähnt zu werden. Ist nicht immer so, aber durchaus häufig. Intensives Training kann bei Kindersportlerinnen zu Wachstumsverzögerungen, Überlastungsschäden und anderen Erkrankungen führen. Zu den Entscheidungsgremien
und deren Bestechlichkeit will ich jetzt gar nicht sagen. Aber durch diese zielgerichtete, in Anführungsstrichen, Förderung werden Sportlerinnen und Sportler tendenziell überfordert. Sportlerinnen und Sportler können häufig die angestrebten Spitzenleistungen nur dann erbringen, wenn sie aufgrund spezieller Talente und einer entsprechenden körperlichen Konstitution das harte Training aushalten. Nicht jede im System Leistungssport Trainierende bringt diese super Voraussetzungen mit. Insbesondere deshalb ist eine engmaschige medizinische, sporttherapeutische und psychologische Betreuung von Beginn an und auch nach dem Aufhören dringend notwendig und besonders wichtig. Das ist jetzt im Punkt 2 des Antrages mit festgehalten und ist für uns als Linke und für mich persönlich besonders wichtig. Und das ist auch das Ergebnis unserer gemeinsamen Arbeit im Ausschuss. Die Linke wird diesem Antrag deshalb heute zustimmen, weil, und das sage ich aber auch, die Frage Leistungssport und wie er gefördert und wie er betrieben wird, wir wahrscheinlich in diesem Stadtrat nie klären können. Aber diese Diskussion muss geführt werden. Dankeschön. So, und dann SPD-Fraktion, Frau Sturm. Nein. Dann sind wir durch die Fraktionsrunde erstmal durch. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das kann doch Herr Kiesling. Frisch, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren. Ich reagiere ja selten auf Max Aschenbach, weil ich ihn ja üblicherweise für einen der, oder weil ich ihn ja für einen der Klügsten im Raum halte. Der, ja, das ist ganz oft so, dass man Klugheit und Formen, die unbedingt in Übereinstimmung bringend erkennt, ne, besonders da, wo man selber schlichten Gemüts ist. Aber hier irrt er sich. Ne? Da in seiner Beschreibung des Sports irrt er sich. Und er steht damit, das ist auch in Tradition vieler, gerade linksalternativer Kreise, die ein bisschen herablassen auf Sport blicken. Und ich bin da anderer Meinung. Mich bewegt immer, wenn Menschen sagen, ihr Hobby, ihre Ideale, ihre Ideen umsetzen und dafür brennen. Das tun sie natürlich im Breitensport, aber sie tun es auch im Leistungssport. Sie tun es auch übrigens zum Beispiel, wenn sie eine Kunst besonders sozusagen leistungsorientiert ausüben. Ne? Und das Spannende ist, wenn man mit Menschen zusammentrifft, die an irgendeiner Stelle mit Hochleistung in Berührung kommen, die selbst sagen, hohe Leistung erbringen wollen, dann sind das, und das ist ganz erstaunlich, ganz selten überhebliche, arrogante Leute, mit denen man nichts zu tun haben will, sondern das sind ausgesprochen freundliche Menschen, weil sie nämlich in sich ruhen, weil sie wissen, was sie können auf dem Spezialgebiet, weil sie das nicht auf alles ausbreiten, so wie viele Kleingeister halt ihre geringe Erkenntnis der Welt für das Ganze nehmen, sondern sie wissen ganz genau, dass sie etwas Spezielles, etwas sehr gut können. Und das Spannende ist für mich, dass wir als Stadt ja jetzt eine Verantwortung haben, und die ist nicht politisch so viel wie möglich Leistungssport. Das ist falsch. Und das haben wir in der Diskussion aus diesem Antrag herausgenommen, sondern das, unsere Aufgabe ist es da, wo Leute sagen, ich möchte das machen. Das ist mein Leben. Ja? Für diese Menschen die Bedingungen so gut wie möglich zu machen. Und das gilt nicht nur im Leistungssport, das gilt eben auch bei Hochleistungsmusik beispielsweise oder an vielen anderen Stellen, wo Menschen besondere Leistungen erbringen wollen und wir es politisch ermöglichen müssen. Das ist die Aufgabe. Und deswegen stehen wir hinter diesem Antrag, haben ihn mitbearbeitet und deswegen sind auch die Dinge, die Margot Geitsch hier eingebracht hat, nämlich die Bekleidung, der Schutz vor Misserfolgen, vor Problemen, die man hat, ganz wichtig, das gehört zusammen. Und zu dem, was Herr Lippmann sagt, naja, der Stadtsportbund ist beteiligt. Ja, er saß im Sportausschuss am Tisch und zwar mit zwei Vertretern im Beratenden und mit Ihnen, die ja im Präsidium sind, als beschließenden Mitglied. Und da ist relativ wenig gekommen in dieser Erarbeitung. Und wir haben es trotzdem reingeschrieben, weil am Ende muss der Stadtsportbund sich beteiligen an dieser Gestaltung eines fördernden Umfeldes für diejenigen, die Leistungssport für sich für gut halten. Ja, das ist seine Aufgabe. Und da muss er endlich mal in die Puschen kommen, was tun, seine Meinung einbringen. Und die Interessen der Stadt eben gemeinsam mit der Verwaltung, mit dem Stadtsportbund, mit den Einzelvereinen aushandeln. Und bis
Bisher haben wir eine Situation, wo die Dinge eben aufeinanderprallen, wo die Interessen des einen ungesteuert auf die Interessen des anderen treffen und am Ende haben wir nichts. Das ist die Frage, dass wir zusammenarbeiten, die Bedingungen verbessern und damit die Stadt schöner machen. Vielen Dank. So, damit ist die Rednerliste abgearbeitet. Wir könnten zur Abstimmung schreiten. Da war punktweise beantragt. Ich gehe mal davon aus, dass wir das in den großen Punkten machen und dass wir zunächst, wenn da kein Widerspruch ist, aus dem federführenden Ausschussbericht Präambel und Punkt 1 zusammen machen, dann Punkt 2 extra und Punkt 3 extra. Gut. Also, wer dem federführenden Ausschussbericht Präambel und Punkt 1 zustimmen möchte, der ist jetzt an der Reihe. Ja, 1 Nein, 5 Enthaltungen, damit beschlossen. Kommt zum Punkt 2. Wer dem Punkt 2 folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja, 14 Nein, 5 Enthaltungen, auch beschlossen. Und da kommen wir noch zu Punkt 3. Wer dem zustimmen möchte, ist jetzt an der Reihe. Ja, 14 Nein, 5 Enthaltungen, ebenso damit beschlossen. So, damit haben wir 17.6 geschafft und kommen zu 17.7.